Herzlich willkommen heute zu einer neuen Lektion Java für OSIMTG. Machen weitere Video über Interaktionen zwischen Objekten. Und das kann ja will man ein bisschen mehr ein komplexes Spiel programmieren. Und zwar ein Würfelspiel. Ich würfle mal zwei Würfel mit Spieler 1, spielt gegen Spieler 2, den auch zwei Würfeln hat. Jo, wir geben dann aufhängen mit einem Beispiel Würfelspiel. Ich würfle mal zwei Würfeln. Und gucken wir mal, erklären wir die Regeln, während jemand machen. Voilà. Der nächste G. Der nächste G geht also 5 auf 4 total von 9. So, der zweite Spieler spielt. Und hat gewürfelt. Och, 9. 4 plus 5, 9. Den einen 9, den anderen 9. Egal, kein Punkt für keinen. Okay, nein, kein. Der nächste Spieler noch ein Kehr. Spiel fängt auf 4 rum. 6 auf 5, total 11. So, zweites Spieler spielt. Zweiter Spieler hat 6. Erster Spieler kriegt einen Punkt, zweiter voilà. Spieler kriegt 0 Punkte. Voilà. Okay, dann erster Spieler hat ein Geschoss und den hat dann 6 plus 5, 11 Punkte gekriegt. Ja. Nur der zweite Spieler hat Geschoss und kann dann doppeln 2. Mhm. 4 Punkte. Ja, Rostrovin hat er gewonnen. Ja, also laut unsere Regeln gewinnt ein Paar. Ivat eine andere Kombination. Auch von den anderen mit Punkten wird das Paar dir mal. Egal, Paar gewinnt, egal wie groß das ist. Voilà, du hast den ersten Spieler, den wird dann einen Doublen, aber einen Doublen 2. Und den zweiten Spieler wird nur einen Doublen 4 okay. Gewinnt. Ich meine das einfach, die besser Paar gewinnt, also Spieler 2 kriegt einen Punkt, Spieler 1 0 Punkte. Voilà, nur die zwei Spieler spielen und sie sind alle zwei ein Doppel, einen geworfen, okay. Gewonnen. Bei identischen Paaren kriegt keine Punkte, 0 Punkte für den einen, 0 Punkte für den anderen. Voilà. Ah, erst dann den Abbau, Java-Abbau, das ist noch nicht fertig, wir wollen ja sagen, selber programmieren. Der Prinzip ist, wir haben eine Klasse, die heißt die Würfeln, Zusammenhalt, die zwei, ich hoffe immer zwei Würfeln. Mhm. Wir haben eine Game, das ist eine Klasse, die heißt das Spiel. Das wäre von welchem Spiel gewinnt nur x Tier. Mhm. Den muss man auch dann teilweise programmieren. Und wie oft, ein kleiner Test. Klar, wir können das ganz einfach mir einfach zu. Ja, und die Automain, die spielt da wirklich. Voilà. Ja. So ist es immer mit den New und so weiter. Okay, fangen wir mit den nächsten Double Dice. Geht Würfel selber. Voilà, das nächste Extras. Mühen. Die zwei Würfel, die sind einfach durch 2-2 repräsentiert. Das ist der Wert vom Würfel. Der ja. Wert ist der Chase. 5, 3, 2, 1 und so weiter. Die sind ja. Würfeln, das ist random, und dann von 1 bis 6, klassisch Formel, die muss ich kennen. Ja, das Gatteren, ganz normal. Die heutigen zwei Methoden müsst ihr auch kennen, weil die nur im Spiel gesehen wird, was brauchen wir, weil dann total. Die brauchen wir bald immer, ja. Bald immer. Und eventuell auch, ob sie identisch sind. Voilà. Da können wir viel mehr einfach nur den. Da tun wir schon fertig präpariert, dass ich da die Klasse können die dort die Methode benutzen. Voilà. Das müssen wir agréable für Hanno zu schaffen. Ja. Voilà, gehen wir dann noch beim Game. Dass du dann im Prinzip zwei Spieler, die wollen hier gegen den einen spielen, was tun ich, bei der Nummer vom ersten Spieler und zweiten Spieler, also ein aktueller Score, all Chaos. Ja. Über Konstruktoren, anders initialisieren, selbstverständlich zu scoren, was ein neues Spiel starten. Ah, wenn ein neues Spiel starten, ja, was wird gefroht, ja, was muss schon den Nummer vom Player, ja. Weil er anders scoren, dann automatisch auf 0. Ja, und du fängst, logisch, weil. Ja. Wir haben einfach zwei Klassen. Drauf. Wir haben zwei Methoden, die wir noch brauchen, das ist der Singleturn und der Kaltscore. Aufgepasst, der Game als wir gesamten Spiel, die ist schon pur mal gewürfelt. Und das ist der Singleturn. Der Singleturn als ein Spieler, würfeln, ja. Ja, von einem Spieler an den späten Spieler. Und ja. Muss auch herausgefunden, wer hat gewonnen. Das ist der Singleturn. Ja. Auf wir herausgefunden, wer gewinnt, da haben wir eine Methode Kaltscores, die kriegt zwei Double Dice Objekte als Parameter und muss direkt das Scoren dementsprechend darauf setzen. Ja, sehen Sie, was Sie möchten. Sie ändert im Endeffekt das Score voilà. Vom Player 1, dann vom Spieler 2, das ist plus 1 oder plus 0, je nachdem. Ja? Je nachdem. Und aufgepasst, wir weisen die Methode nicht, dass das Hausaufgabe. Ja, und sie ist definitiv nicht easy. Wenn ja. Den Regeln kann, dann ist es gut. Ja, aber das ist gut, dass ich bin nun die Einzelfall, die vier kommen, haben wir am Video noch viel drüber gewiesen. Hast du doch auf Englisch reingekehrt, die Regeln? Ja, mit Klo, mit also Würfeln, mit also Fortwahl, ja. Probiert das zu machen, das ist ganz gut erwischt. Okay. Das hast du direkt mit Objekten zu tun. Nein, das ist das pure Algorithmik. Mit das aber Objektmanipulationen, ja. Mitgesehen. Voilà, programmieren wir mal den Singleturn. Ja. Das ist das, was wir wollen. Ich will das Singleton. Wir haben gesagt, wir müssen dann auch erst zwei
Spieler müssen ja zusammenkommen. Mhm. Boah, wie meine Stand für den nächsten Spieler hat lo Würfel geschossen. Wie das mal just und die Scoren interessiert sind, Mama, ja, also ich, logisch, also ich muss mal Objekt machen. Objekt machen, okay. Objekt nicht vergessen. Die Ente, ja. Das ist der nächste G. Ja. Wie kann ich da so einen, schon den nächsten Objekt dann gemacht mit zwei G? Hein? Na ja, ich mache ein New. New. Double Dice. Double Dice, voilà. Da muss man gucken, was tun ich als Parameter. Ja, da muss ich auch hingucken gehen. Double Dice. Nicht. Steht nicht da. Okay. Ich kann nicht gucken. Der Konstruktor möchte automatisch. Weil der Konstruktor würfelt wirklich Sinn und möchte Zufall. Zufall für Eis. Ich brauche nicht als Parameter. So. Okay, selbstverständlich sind da zwei Spieler. Ja. Die, das wird der nächste Spieler und der andere wird der zweite Spieler. Ich mache mal Copy-Paste. Ups, ein Stückchen. Copy-Paste. Ja. Und ich nenne den D2. D2. Das wird der zweite Spieler gemacht. Voilà. Hallo, muss ich. Durch irgendein System herausfinden, okay, der Score muss auch abgehen oder auf. Mhm. Du machst schon eine Methode. Ja, das natürlich haben wir ja schon. Calc Scores, Calculate Scores aufgesetzt. So, und das ist froh, weil wie gehen wir die einzelnen Sachen? Hier steht, wenn ich halt Prototyp Signatur gucken, Parameter P Double Dice 1 als ein Typ Double Dice, der P Double Dice 2. Später Parameter, also auch vom Typ Double Dice. Ja, ich muss ja nur konkret Objekte nicht weggehen. Ich muss konkret Objekte nicht weggehen, effektiv. Ja. Das ist Instanzen, Objekte, keine Klassen. Ich will Wo hunde ich dann überhaupt Objekte? Die für den Zuzahl für uns, das brauchen wir nicht. Voilà. Das heißt also ein Objekt vom Typ Double Dice. Das tun also ein Objekt vom Typ Double Dice. Das heißt, ich kann dir als Parameter übergehen. Die 1, die 2. Und so elegant kann es gehen. Voilà. Lode Kalks kommen, ich für eins automatisch. Rechend. Ja. Natürlich, der Lohm ist klar, und so. Was tut er zur Verfügung? Weil eben die Parameter, mit denen er herunterkommt. Voilà. Und die darf selbstverständlich auch beim Double Dice nicht mehr die heutigen Methode gebrauchen. Da ist die Werte heiß, die sie gesperrt. Ja, muss sie wieder Get Dicen. Ja, respektiv die Methoden, die man zusätzlich dabei gesagt hat. Was ich nochmal, wenn ich eine Tour gemacht habe, ich gehe hin und printen. Ah, man will ja etwas gesehen. Ja, sonst gehen wir nicht ganz weit. Das ist mir elegant. Ich weiß dann, was geschieht das. Aber in diesem Fall haben wir eine Vereinfachung vom Spiel gemacht. Da so eine Frage, wie viele Punkte wird dann überhaupt der nächste Spieler kriegt, dass man Objekt D1 an der Get Dice. Da kriege ich seinen Score. D'accord? Dice 1, erste Würfel. Ja, Klammer 2 nicht vergessen. Ja. Das ist das Methode, da kriege ich den nächsten Wert. Okay. Mhm. Wir schreiben noch direkt ein kleiner Plus für zu suchen. Wie viele Punkte wird denn dann am zweiten Würfel gekriegt? Da ist 2. Da kriege ich dann um Punkte 12. Nee, das ist für den nächsten Spieler. So, das sprechen wir noch ein Kehr. Ja, ich meine, da war direkt der Score. Der Score dabei, voilà. Methode wird sie manipuliert. Score. Wert. Player. Ja, one. Voilà, und was brauche ich? Copy-Paste. Copy-Paste, was muss ich alles ändern, was muss geändert gehen. Das ist der zweite Spieler, der zweite Würfel, der nächste Würfel vom zweiten G, zweite Würfel vom zweiten G, und der Score-Player 2. Voilà. Ich bin der Problem eigentlich, ja. Man denke, speichern. Ja. Kompilieren, dass man das in so vertippt wird. Hat gesagt, das macht noch gut aus. Das sieht gut aus. Oh, was haben wir? Probieren wir direkt ein kleines Game. New Game. Game 0, voilà. Der Alex als Ersten, der Karl als zweiten Spieler. Wupp. Ah, ja, ist dann nice ein Objekt. Ja, ich rufe dann die Methode, die uns interessiert, das Singleton. Der Kontrakt ist schon abgerufen, Scoren sind ab 0, und ich rufe einfach Singleton. Das geschieht alles am Fang automatisch. Würfel geht geschossen, und ich sehe direkt das Score. Da steht es. Alex 2 plus 2, E-Punkt. Ja, Carlos 2 plus 1, 0. Ja, Feier gewinnt gegen 3, weil er E-Punkt für den Alex. Du bist auch ein Dürbel. Ja, ich müsste Brunnen tun, das ist klein. Da haben wir mal einen zweiten Tür. Okay. Ah, 1 plus 5 geht 6, und 3 plus 6 ist wirklich kein Glück. Ja. Und wir haben noch keinen Dürbel. Da haben wir noch einen Keier. 5 plus 3, 8, 1 plus... Das ist wirklich keine Chance an dem Spiel. Voilà. Das nervt, ja. Klicki, klicki, bunti, bunti. Ja, wir können das programmieren, wir können so viel. Ja, wir brauchen Repetitionen, ja.
Voilà. Voilà. So. Ich sag, da, ich muss ein neues Game-Spiel definieren. Ja. Selber ein Objekt der Klasse. Game machen, genau. Game 0 zum Beispiel, oder Game, egal. Hier dann hat man da Game 0, hey, man muss selbst nur nicht mehr sagen. Okay. Das ist genau das, was wir mit der Maus gemacht haben, ein Kaja getippt, ja. New Game. Parameter haben wir kein oder? Doch, nimm für den Spieler. Ah, nimm für den Spieler. Hat man ja für Donner getippt. Ganz genau, Alex, Carlos. Da warst du ja auch nie mehr anzutippen, die sind dann direkt da. Top. Voilà. Voilà. Okay, so. Was hat man gesagt? Dann der Game. Dann Null. Ich muss die Methode abrufen. Ja, dann das Singleton abrufen. Ganz genau. Single. Turn haben wir abgerufen, du hast wirklich keine Parameter, Strichpunkt. Bon, wenn ich das kontrolliere, das geht. Okay, das ist nochmal die einfache Variante, wir haben genau... Geht nur ein Kerl. Ich spiele, das muss ich jetzt gucken, ja. Geht. Voilà. Aha, okay, genau. Voilà, ein Kerl. Oh, schon gewonnen. Das musst du direkt nur 10 Mal machen, das kann nicht sein. Weil aber statt nur 10 Mal andere nehmen, ist 10 Mal halt knapp. Da ist schon besser wie 4 drin. Ja, mit das nach nicht, ja, okay. Ja, du machst dich mal einfach nicht zufrieden, oder? Nee, wir haben schon mehr Sachen gesehen am Kur. Ja, ich hoffe mal. Ein Vorschlag. Das ist ein Vorschlag, wenn er hier geht, ja. Und dann. Das tun. Und dann. Tick, tick, tick. Darum ein kleiner Klammer. Puff. Ja, Klammer zu. Vor. Ich sprach eine Zählvariable, die fängt dann bei 1 an. Ja. Ich will da wie viel Steck? 10 Steck? Ja, machen wir mal 10 Steck. An I++. Das ist mir wissen, wie wir aufhängen können, wie wir abhalten. Ich meine doch dann halt direkt ein kleines System. Out. Das muss wissen, was im Spiel, das muss sehen, ja. Print LN, das ist einfach den Turn. Turn Number. Und dann den Turn. Voilà. Der Tastgeber ist einfach der Multiturn sozusagen. Voilà. Turn. Plus I. Voilà. Das da sieht man, wird von Tour mal sehen, dass man sonst eine kleine Information hat. Okay, kompilieren wir, ob vielleicht so ein kleiner Tippfehler wäre. Dann da kann man direkt starten. Mal gucken, was rauskommt. Voilà. Und da sehen wir beim 10. Tier, oh, schon ein Double, habe ich einen Keier. 6 Punkte auf 4 Punkte. Dann total muss nicht 10 sein, weil wenn Tremien wird kein Punkt gewonnen. Ja, da ist das. Da wissen wir schon, dass keine Remis gehen. Kann man eigentlich just vor der Pfanne wird. Machen kann ja, was ist so ein 100 Spieler. Okay, guck mal dann. Guck mal 100 Spieler. Der Validiersch. Das müsste rauskommen. Ja. Probieren wir mal. Voilà. Da geht das 100 Mal gewürfelt. Steht vorhin 100 Mal. Mhm. Da sind wir schon bei 70, 80. 100. Oh, 45, 46. Ja, also es geht immer Minute dabei. Mhm. Und endlich mal gewürfelt, misst man etwa dieselbe Schuss. Wir hatten aber schon einen Rutsch Remis in Hai. Ja. D'accord. Voilà. Okay. Das ist am Anfang das Spiel. Direkt eine Remarke. Ja. Heute, als ob es nicht elegant ist. Wir haben den Nummer vom Spieler 1 als ein Score, alles als Attribute definiert. Selbst der Spieler 2. Wenn man einen dritten Spieler hätte, oder einen vierten Spieler, ja, dann müssen wir alles die Informationen verdoppeln. Höchst unelegant. Die elegante Methode ist selbstverständlich für einen Klass-Player zu definieren, die dann als Attribut den Nummer hat an den Score. Wir brauchen dann die Cluster innerhalb von unserem Spiel. Also ich brauche manchmal ein Cluster dabei. Voilà. Das finde ich elegant. Und ich könnte doch dann mehr Informationen draufpacken. Wie viel Mal wird dann an seinem ganzen Leben vielleicht gewonnen oder so. Das ist ein bisschen mehr elegant. Ja. Okay, wir lassen dann noch denen, die das richtig gut beherrschen, für das eventuell umzuschreiben, für zu verbessern. Voilà, schon nochmal ein fertiges Spiel. Ne? Das ist ein bisschen mehr clever, mit mehr Regeln dran. Ne? Und Standardwürfel funktioniert. Der Standardwürfel, also Würfel mit 6 Seiten. Ja. Die Leute, die auf eine Rolle spielen, die haben eine Würfel. Ja, was machen wir nur, wenn der Würfel so ausgesagt? Ja, 20 Würfel. Ja. Schreiben wir noch alles frisch? Ich hoffe nicht, weil das brauchen wir damit zu programmieren. Nee, da brauche ich keine Klassen. Ich brauche keine Option. Ja? Und wer das nicht elegant? Wer hängt es dann elegant? Der Steiger brauchst du nicht zu ändern am Anfang. Nein. Ja. Als Idee ist, wenn du spielst, du willst da so ein Heil spielen mit 6 ja. Würfeln, normal würfeln oder mit dem von 20 oder einen von 8 geht doch oder von 4. Mhm. Ja, das ist mir das immer. Ja, und so gebe ich nicht daran. Froh ist, was andere mal Heil. Ich meine, Heil ist etwas. Heil brauchen wir einen Konstruktor, oder? Ja, und da tun 6 gesehen, das ist nicht das, was man will. Effektiv. Nee, also am Konstruktor. Hier schon etwas anderes. Hier etwas gehen, für das ich keinen anderen Zufall reicht. Voilà. Und dann, ja, wenn ich da gut gucken. Ja, ich will ja im Prinzip ja alles Spiel
will ich entweder decidieren, was für ein Genre von Würfeln ich schon. Das muss man anderen nicht währenddessen. Nein. Das ist okay, spielen, ich spiele nur um selbst den Würfeln. Mhm. Aber wenn ich ein neues Spiel kann, kann ich anfangen. Einmal anfangen wir mit 4 Seiten, einmal 6. Okay. Und dann manchmal ein Spiel. Natürlich, ich sprach nicht mehr nehmen für die Spieler. Ich muss auch wissen, was ich 8 für Würfel spiele. Ja. So, du musst vielleicht auf die kommen, wo ich muss etwas beisetzen. Ja. Okay. Das müsst ihr auch als Information. Weil abprogrammiert, da checkt ihr eine Solution, wenn ihr eine neue, clever Solution habt für den Superwürfel. Ja. Setzt dran, auf für allem probiert den Algorithmus vom Kalk Scores. Ja. Das kriegt ihr nicht als Video. Ne? Das bringt nichts, weil eine Modell-Solution zu sehen habe ich auch nicht probiert zu tun. Als Tomate, wir schicken euch per PDF eine getrennte E-Mail. Voilà, merci für den Lauschtrennen.